Willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. In der letzten Folge hat Chip auch schon gelacht. Und da haben wir diese Roverkamera da oben gefunden. Im Stein steckend. Und heute wollen wir das letzte Easter Egg von Duna besuchen. Drei Hammer, eins noch offen. Und zunächst fahren wir erstmal zurück zu unserem Lander und tanken ihn nach. Gut, die Fahrt überspringe ich mal und schneide dann wieder rein. Bis gleich. So, wir nähern uns. So, jetzt heißt es wieder andocken. Wieder das Zitterproblem bei der grafischen Darstellung, aber das verschwindet, sobald Chef eingestiegen ist. Aus irgendeinem Grund. Also, naja. Mods sind halt nicht 100% kompatibel. Aber zumindest zum Großteil. Jawohl. Und wir sind dran. Jetzt kann Chip aussteigen, hinfallen, eine Oberflächenprobe nehmen. Du kannst deine Neugier nicht befriedigen und versuchst mit deinem Werkzeug im Gestein zu bohren. Du denkst dir, dass es um einiges einfacher wäre, wenn du eine Art pulsierenden Bohrer an einem Roboterarm hättest. Tja. Nach einigem Ausprobieren beschließt du, dass rote Sandburgen plausibel sind. Okay, ich glaube, das hatten wir schon mal. So, steigen wir mal ein, packen die Fallschirme und bohren nach Rohstoffen. So, also hoch mit uns. Einen Fallschirm habe ich schon gepackt. Na gut, wie man Fallschirme packt, brauche ich nicht unbedingt in den Videos zu zeigen. Aber ich mach's mal ganz schnell, also ich spule mal ein bisschen. So, und alle Fallschirme sind gepackt und wir gehen wieder an Bord. Oh, da gab's wieder einen, der schon ausgelöst hat. Das ist mein Maus-Doppelklick-Problem von den unteren. Nun ja, erstmal die Leitern einfahren. Das kann ich praktisch nur beheben, indem ich ganz kurz starte und wieder lande. So, der war's, der Übeltäter. Da werde ich jetzt nochmal hin müssen und den neu packen. Ich besorge mir eine andere Maus, die diesen Doppelklick-Problem nicht hat. Aber vorerst, beziehungsweise heute muss ich damit leben. Ja, wenn man da nämlich einen Doppelklick macht, dann macht man packen und entfalten. Das ist natürlich blöd. So, jetzt sind alle Fallschirme bereit. Leitern einfahren. Und als nächstes heißt es bohren. Gut, das werde ich dann auch mal vorspulen, aber ich kann ja schon mal die Bohrer rausholen. Und anfangen mit bohren. So. Oh, das sollte man natürlich auf jeden Fall Solarzellen auspacken. Wir hoffen, dass die genug Strom erzeugen. Jawohl, Strom sieht sowieso nicht schlecht aus. Ich habe ja auch kleine Generatoren noch mit drin, also solche Atomgeneratoren.
Hier irgendwo in der Mitte habe ich die eingebaut, die zusätzlich ein bisschen Strom erzeugen, sehen, ob man sie sehen kann. Hier ist zum Beispiel einer. Naja. So. Jetzt fange ich mit Bohren an und dann melde ich mich wieder, wenn ich wieder voll bin. Also bis gleich. So, Tage später. Wir sind wieder voll. Und fahren jetzt unseren Bohrer wieder ein. Und machen mal die Roverlampe aus. Beziehungsweise. So. Als nächstes schauen wir uns mal die Karte an. Dieses Easter Egg hier haben wir. Check. Nerztorheit. Okay. Wegpunkt löschen. Weil da haben wir jetzt eine Flagge stehen. Genau. Und wir wollen gern hier hin. Ist ein bisschen weiter. Wir müssen praktisch nach Süden und auf die andere Seite schwenken. Das probieren wir jetzt mal. So, also auf nach Süden. So, nicht zu sehr schwenken, sonst bin ich bei meinen aerodynamischen Verhältnissen auf einer schwierigen Flugbahn. Aber erstmal ein bisschen Höhe gewinnen, weil wir haben ja jetzt ein bisschen weiter zu fliegen. Mal sehen, wie hoch wir jetzt rauskommen. Und jetzt gerade ich ins Trudeln. Okay, ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, wir gewinnen schon genug an Höhe, um die atmosphärischen Widrigkeiten hier ausgleichen zu können. Und wir haben ja genug Monotreibstoff. So, erstmal. Ah, oh, das sieht doch ganz gut aus. Eine Minute müssen wir zünden, um darüber zu kommen. Ich würde ja auch gerne noch ein kleines bisschen höher. Steigen mal über 35 auf und dann drehe ich mich in Richtung der Flugbahn. Naja, vielleicht auch schon jetzt. Vielleicht noch etwas höher, damit man ein bisschen hoch kann. So, schauen wir mal, wie das aussieht. Jawohl. Erstmal reichen. Wir geben praktisch hier oben noch mal kurz Schub, dass wir hier dann wieder ein Bremsmanöver fliegen können. Man verbraucht ganz schön Sprit bei den Manövern hier. Scheinen mal aus der Atmosphäre raus zu sein, da werden wir ein bisschen vorspulen. Ne, es geht noch nicht. So.
Auf geht's. So, das reicht und hier machen wir jetzt die Bremse. Und zuvor so das Ganze noch ein bisschen justieren, dass wir hier rüberkommen. So, auf geht's. Schwenk. So, und in 4 Minuten müssen wir dann mal bremsen. So, man sieht die Polkappe. Das letzte Easter Egg ist im Polgebiet. So. Frisch ans Werk. So. Die Reibung verändert ja die Flugbahn auch noch ein bisschen. Ja, und jetzt wollen wir uns immer ausrichten nach der Abstiegsbahn. Und spulen noch ein bisschen vor, bis wir in die Atmosphäre reinkommen. Sehen wir schon hier unten irgendwas? Ja, aus dieser Höhe. Erstmal noch nicht. So, dann wäre jetzt mal die Zeit, Bremsen zu öffnen. Fahrgestell raus, bevor wir es vergessen. Und 20 Kilometer über dem Boden. Und wir fallen relativ schnell, also werde ich gleich mal ein bisschen Vollgas geben. Um das etwas abzumildern. So. Die ersten Schirme raus. Die zweiten habe ich auch schon ausgelöst. Das könnte das Easter Egg. Mal sehen. Gut, jetzt sind unsere Schirme draußen. Sie gehen auf. Jetzt müssen wir nur noch sicher landen. Oh, das sieht doch ganz gut aus, wie wir hier runterkommen. Und wir sind unten. Gut, soweit so gut. Solarzellen wieder ausfahren. Und wir sind bei Tageslicht angekommen.
nächstes checken wir mal, wo unser Easter Egg liegt. Ob wir uns total verfahren haben. Naja, sieht doch ganz gut aus. Also, Leitern raus. Nee, das waren nicht die Leitern, das sind die Leitern. Und die Leitern ausfahren. Ich auch die Solarzellen wieder ausfahren. So. Und er steigt aus. So, Chap, auf zum letzten Duna Easter Egg. Das habe ich auch schon mal besucht, aber damals hat es nicht funktioniert. Ich glaube, jetzt haben sie es so weit hingekriegt, dass es wieder funktioniert. Also, dass es wieder richtig einsehbar ist. Aber das gilt es herauszufinden. Deswegen sind wir ja hier. So. Jetzt bauen wir wieder unseren Rover. So, wir sitzen drin. So. Antenne raus. Erstmal bremsen und unsere Ortung einschalten. Nicht Scan stoppen, sondern das Overlay anmachen. Pyramide in 2,38 Kilometer. Gut, fahren wir mal zur Pyramide. Müssen wir uns erstmal drehen. Möglicherweise das Weiße da hinten. Früher sah die gleichförmige aus, aber vielleicht wird es ja noch, wenn wir näher rankommen. Also wir sind wieder mal nicht sehr weit davon entfernt. Was gut ist. Und wir fahren mal hin und schauen, was da auf uns wartet. So, wir sind auf der Pyramide und da hören wir ein Geräusch. Das Geräusch hat man früher nicht gehört, denn es war vorübergehend deaktiviert. Aber jetzt ist wieder an der richtigen Stelle und um das Geräusch einschätzen zu können, müssen wir mal die Musik ausmachen. So, Musik auf 0. Übernehmen. Musik ist trotzdem noch da, höre ich nicht. Einstellung. Musik auf 0. Warum ich, warum die Musik ja? Ich muss sie mal im Hauptmenü ausschalten, damit wir das beurteilen können. Bis gleich. So, Ton habe ich ausgestellt. Und jetzt wollen wir mal untersuchen, was das für ein Signal ist. Es handelt sich nämlich hier dabei um einem SSTV-Signal, was normalerweise zur Übertragung von Bilddateien im Amateurfunk verwendet wird. Beziehungsweise ab und zu gibt es auch von der ISS so ein Signal, um mal Bilder, ja, auch an Amateure weiterzugeben. Am Funkamateure. So, jetzt wollen wir mal gucken, was es mit dem Signal auf sich hat. Dazu habe ich hier mal ein Programm, was SSTV-Signale in Bilder umwandeln kann. Und das kann aber leider nur Monosignale in einem bestimmten Frequenzbereich umarbeiten. Deswegen habe ich das mal umgewandelt, bis hier, was ich hier im Video aufgenommen habe, und speise das jetzt mal hier ein. Und dann schauen wir mal, was da für ein Bild rauskommt. So, es wird eingelesen. Was haben wir hier? Dunkler Hintergrund. Kreise. Merkwürdiges Symbol. Eine Art rote Linie.
vier humanoide bzw. körperähnliche Figuren, Pyramide, oranger Kreis. Gut, das war erstmal das Einlesen. Jetzt schauen wir es uns mal in groß an. Zumindest größer. Das ist ziemlich verpixelt, deswegen kann man denken, das Signal kommt von viel weiter her als von dieser Pyramide hier. Das orange Kreischen hier ist möglicherweise Duna. Man sieht einen orangen Kreis und oben und unten sind möglicherweise polare Kappen. Das hier ist die Pyramide, wo wir gerade sind. Die müssen wir nochmal schauen, ob das wirklich wie eine Pyramide aussieht. Von der aus geht ein roter Strahl Richtung oben. Und vier Mitglieder der Vorläuferzivilisation wahrscheinlich, die hier gelandet und geforscht haben. Das Ganze war wie ein großes Puzzle gedacht, also es gab mehrere solche SSTV-Signale verteilt im System und das sollte dann auf den Heimatplaneten, daraus könnte man dann quasi herausfinden, wo der Heimatplanet dieser Körbels, der längst so weit von der Sonne entfernt ist, dass da schon alles gefroren und nichts mehr Lebendiges ist, hinausgetrieben ist, wo der Planet sich befindet, hätte man da rauskriegen können. Ja, aber so weit ist es nie gekommen. Das ist das einzige SSTV-Signal, was es ins Spiel geschafft hat. Und das ist eine coole Sache, sehr mysteriös. Vielleicht sogar eins der coolsten Easter Eggs. Wenn der Plan natürlich umgesetzt worden wäre, dann hätte man sicher nicht so ein externes Programm benötigt, sondern es hätte vielleicht ein Bauteil gegeben, was solche Signale entschlüsselt. Aber es hat es bis jetzt nicht gegeben, ein extra Bauteil für diese Signale. Gut, können wir nochmal gucken. Also wenn man das nun mal genauer untersucht, das Signal, dann kann man zum Beispiel hier noch Filter drauf geben. Das sind diese weißen Punkte, die hier verteilt sind, kriegt man damit weg. Also Soundfilter sozusagen. Es ist ja ein Audiosignal, was praktisch in Bilder umgewandelt wird. Ja. Dieser Strahl wurde lange heiß diskutiert, wo der hinzeigt, ob das die Richtung ist, in der der Vorläuferplanet liegt, oder ob das der sogenannte Magic Boulder, der magische Felsbrocken, ist, der um Ike gekreist hat, den man eigentlich nicht auf der Map sehen konnte, den man dann durch Zufall praktisch finden konnte, beziehungsweise wenn man wusste, wo der ist. Der ist aber aus dem Spiel geflogen und ist jetzt nur noch in Form von Asteroiden, die genauso aussehen wie der Magic Boulder im Spiel. Der Magic Boulder hatte früher selbst auch einen Squad-Stele oder Squad-Monolithen drauf und wenn man da zu nah rangekommen ist oder ja, an den Asteroiden praktisch geflogen ist, dann ist in einem das Raumschiff explodiert. Ja, war ein böses, bugverseuchtes Steinchen. Deswegen ist es auch nicht mehr im Spiel. Gut, das zu diesem Easter Egg und jetzt schalte ich erstmal den Ton wieder ein. Und dann untersuchen wir die Pyramide hier noch weiter. Bis gleich. So, und man hört jetzt wieder Musik und man hört wieder das Signal ständig von der Pyramide kommen. Das lassen wir erstmal laufen und versuchen mal auf die Spitze der Pyramide zu kommen und schauen wir mal, ob es wirklich eine Pyramide ist. Weil von Weitem sah es ja eher aus wie, naja, einfach ein unregelmäßiger Berg. Aber wenn man es in der Komplettheit betrachtet, merkt man dann wahrscheinlich, dass es doch was damit auf sich hat, dass es eine Pyramide ist. So. Ist ziemlich steil, weil wir kommen hier sehr langsam voran. Bin gefragt worden, ob ich hier bohren kann. Wenn ich auf der Pyramide bohren wollte, müsste ich hier mit meinem Lander hin. Wow. Der Schatten war jetzt gerade merkwürdig, aber wir sind auf der Spitze. Also ich erinnere mich, dass das früher mehr wie eine Pyramide aussah. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, ist es einfach nur ein weißer Fleck. Ich weiß nicht, ob es an Grafikmods liegt. Dann wäre auch die Spitze hier drüben. Das Vierecks. Aber die Grafikmods machen ja nur Effekte hinzu, die tun ja die Geometrie nicht verändern. Vielleicht, wenn man sie auf andere Details stellt. Also das war früher mal mit Pyramidenfirmen. Ich habe da auch noch Screenshots. Ah, wenn man weiter wegzoomt, ist der Ton
nicht mehr so abgehackt. Da ist es, beziehungsweise hört man den SSTV-Ton nicht mehr. Also man muss sich das pyramidenförmig vorstellen, weil es war mal eine Pyramide, beziehungsweise, ich weiß nicht, was hier schiefgelaufen ist. An Mods liegt es nicht. Möglicherweise wird es in einer anderen Version wieder hinzugefügt, dass es Pyramidenform hat. So könnte man ungefähr denken, es hat eine Pyramidenform. Ne? Regelmäßig. Gut, aber jetzt wollen wir mal aussteigen. So. Unsere Flagge pflanzen. Und das ist, wie man schön hört, Dunas SSTV Pyramide. Wir können ja später auch nochmal diese Flagge öffnen und schauen, wie es ohne Grafikmods aussieht, ob es da viereckig ist, pyramidenförmig. So können wir uns fast denken, aber wenn man so weiter weg ist, ist es einfach nur merkwürdig verschobener Berg. Ich gehe mal weiter weg wegen dem SSTV-Signal, weil das doch nicht so schön ist, ständig zu hören. Als nächstes werden wir eine Oberflächenprobe nehmen. So, von Dunas Polen. Also er sagt nichts zu der Pyramide, weil das halt ja hier so im Spiel noch nicht integriert ist, beziehungsweise nicht integriert worden ist und diese Anomalien beziehungsweise Easter Eggs eher so ein Schattendasein frisst. Nichtsdestotrotz, sie haben zumindest das Signal hier wieder hinzugefügt, weil als ich hier das letzte Mal war, da war das nicht zu hören, weil das irgendwie unter der Erde gerutscht war und man theoretisch hätte tiefer sein müssen, um das überhaupt den Trigger anzumachen, dass das Signal zu hören ist. Nun ja, aber jetzt haben wir es ja gehört und haben auch das Bild entschlüsselt, was ziemlich cooles Alien-Zeugs ist. Also, du kannst deine Neugier nicht befriedigen und versuchst mit deinem Werkzeug ins Gestein zu bohren. Du denkst dir, dass es um einiges einfacher wäre, wenn du eine Art pulsierenden Bohrer an einem Roboter anhättest. Sagt er hier auch, das hat er auch schon im Flachland gesagt. Nicht sehr innovativ. Aber wir behalten das mal. Und die Oberflächenprobe. Achso, die Hammer und der IWE-Bericht. Nach einigen Ausprobieren beschließt du, dass rote Sandburgen plausibel sind. Auch schlecht, weil das kommt überall auf Duna. Also hier hätte Squad noch ein bisschen was machen können, dass das doch in verschiedenen Biomen unterschiedlich ist, was man hier findet. Wie auf dem Mond ist es ja überall unterschiedlich, aber hier offensichtlich nicht. Etwas enttäuschend. Und ja. Wir behalten das Experiment, steigen wieder in den Rover und machen uns auf den Weg zu unserem Lander. Quasi Rückwärtsgang. Da, 2,4 Kilometer Entfernung. Wir rollen einfach mal hier runter zu. Gas geben brauche ich hier nicht, rollt er von selber. Aber wenn er zu schnell wird, muss ich ein kleines bisschen bremsen, damit es mir hier meinen Rover nicht zerlegt. Weil das möchte ich dann doch vermeiden. Jetzt wird es gleich ein bisschen steiler. Deswegen, So. Das Signal wird leiser. Jetzt ist es ganz verschwunden. Gut, und da hinten steht unser Lander. Also nichts wie hin. So, mach's gut. Es ist TV-Pyramide. Jetzt geht's auf zum nächsten Easter Egg, beziehungsweise erstmal wieder in den Weltraum, weil Duna hat jetzt keine weiteren Anomalien aufzuweisen. Also, verlassen wir als nächstes Duna. Versuchen es in die Umlaufbahn zu schaffen, uns dort mit unserem Satelliten zu treffen
Und dann geht's erstmal weiter zum Mond von Duna. Ike, den sieht man gerade von hier aus nicht. Aber wir werden ihn hoffentlich erreichen und auch hoffentlich mit genügend Sprit, um dort eine Landung hinzulegen. Und dann ist der Plan, dort aufzutanken. Und dann Duna-System zu verlassen. Und aufzubrechen in Richtung des Gasriesen Yol. Aldress würde ich erstmal außen vor lassen. Weil wir ja Easter Eggs untersuchen und Dress hat als Easter Egg, kann ich schon mal spoilern, lediglich einen Randoliten. Randoliten haben wir ja jetzt schon oft gesehen. Aber immer eins nach dem anderen. Wow. Nicht, dass ich hier noch gegen meinen Länder krach. So. Ganz vorsichtig. Dock mal wieder an. Da. Und da hängen wir dran. Und Shep steigt aus. Hier ist die Leiter. Fallschirme brauchen wir zwar erstmal nicht mehr, trotzdem packen wir sie fix. Wegen der Optik. So, und einsteigen. Leitern einfahren, jetzt bohren wir erstmal und füllen uns wieder auf. Und während ich hier bohre, spulen wir wieder vor. ISO ist sogar noch an. Ich vergessen auszustellen. Naja. Warum war denn der an? Das dürfte ja gar kein Erz, ne? Das muss ich nur mal gucken. Doch, das ist an. Komisch. Hätte ja theoretisch das Erz schon mal in Treibstoff umwandeln können, was hier noch drin ist. Naja, sei mal dahingestellt. Ich spule mal vor und dann melde ich mich wieder. So, die Tanks sind wieder aufgefüllt. Drüben ist die Pyramide. Als nächstes wollen wir uns, wie gesagt, auf den Weg in den Orbit machen, um unseren Scansat wieder einzufangen. Und auf die weitere Reise mitzunehmen. Schauen wir erstmal, wo der ist. Ganz weit draußen. Eigentlich fehlt nicht mehr viel. Dann starten wir von der Bahn, in der er kreist. Einfach senkrecht nach oben und dann ein bisschen nach Norden. Ich würde mal noch ein klein wenig spulen. Ah, so ungefähr. So, das Ding machen wir schon mal als Ziel. Gut, also versuchen wir mal, unseren Zielsatelliten zu treffen. Also müssen wir erstmal nach Norden, aber zuvor hier die Dinger einfahren. Damit sie uns in der Atmosphäre nicht abbrechen, weil die brauchen wir, ne? Noch. So, jetzt gerade nach oben. Bis wir eine gewisse Höhe haben und dann schwenken können. So, also geben wir mal Gas. Die Reibung ist zwar nicht so groß wie auf Kerbel, der Atmosphäre, aber trotzdem könnte uns das Probleme machen. Sehen, wo wir rauskommen. So,
jetzt haben wir schon mal aus der Atmosphäre raus. Erstmal ein bisschen noch steigen. Jetzt mal kurz ein bisschen drehen wollen, damit ich besser nach Norden zielen kann. So. So, erstmal bleiben. Das Ganze etwas ausweiten. Jetzt können wir schon mehr schwenken. Treibstoff muss ja noch für Ike reichen. So, und jetzt schwenken wir mal, dass wir wirklich zum Horizont ausgerichtet sind, um das Ganze mehr umlaufbahnförmig zu gestalten. Ein bisschen sind wir abgedriftet, aber das liegt an der Rotation von Duna. Kann man noch so sehr nach Norden Gas geben, nach Osten wird man trotzdem abgelenkt, ein kleines bisschen. Deswegen korrigieren wir hier ein kleines Müh. 2 Minuten. Wenn 1 Sekunde übrig ist, jetzt mache ich mal wieder Strom an. Dann geben wir ein bisschen Gas, um unser Manöver ordentlich auszuführen. Oder vielleicht so, jetzt stimmt die Richtung wieder ungefähr. Jetzt können wir uns wieder in die Flugbahn ausrichten. So, wunderbar, jetzt geben wir hier noch ein bisschen Gas, bis die Linien sich kreuzen. So. Jetzt fügen wir hier ein Manöver hinzu, ist ja bekannt. Was wir tun müssen, damit dann treffen wir uns hier, dann justieren wir noch ein bisschen fein. 18 Sekunden. So,
Der Rest ist feinjustieren. Ja. Und jetzt nur noch ganz wenig. Ha. Gut, und jetzt kleines bisschen drauf zu. Den Rest wieder mit RCS ein bisschen ausgleichen, damit wir auch in die richtige Richtung fliegen. So, aus damit, Schiff wechseln. So, da müsste irgendwo, lass mal finden, ah dort. Und wir richten uns wieder dazu aus. Klappen mal die Antenne ein. Die auch. Du durchkämpfst die Biomdaten, Ausschau halten nach genau den richtigen Plätzchen, um all die Wissenschaft zu betreiben. Plätzchen klingt wie Kekse. Okay. Also, was wollten wir noch machen? Das Ding einfahren. Gut. Dinger lassen wir ausgefahren. Ich hoffe, sie bleiben dran. So, jetzt wechseln wir wieder. Korrigieren etwas. Eigentlich bin ich viel zu schnell. Sehen, ob ich das mit RCS bremsen kann. Hoffentlich. Ja. Sonst haben wir nachher zu sehr Schwung und knallen dagegen und beides geht kaputt. So, jetzt spulen wir einfach ein bisschen vor, weil wir langsamer fliegen, also. So, schön langsam. Gut aus. Und wir haben ihn dran. Triebwerk aus. Ah, ist schon aus. Genau. Gut, und jetzt? Halt fliegt so rum, also müssen wir hier irgendwo Gas geben. Da haben wir ihn schon. So, noch ein kleines bisschen. So, und jetzt können wir hier noch ein bisschen das Manöver hinzufügen, was uns ein bisschen eine andere Umlaufbahn bringt. Sehr gut. Wir sind zwar ziemlich nah, aber wir machen erstmal eine hohe Umlaufbahn auf der einen Seite und eine nahe auf der anderen. Beziehungsweise versuchen wir jetzt das noch ein bisschen anzuheben. Sieht besser aus.
So. 7 Sekunden wieder bremsen. Wird reichen. Hier wird dann voll getankt, um weitere Abenteuer bestehen zu können. Ah, das machen wir noch. So. Ike oder Ike, der Mond von Duna. Okay. Ike mag zwar nicht gerade der interessanteste aller planetaren Kandidaten sein, das macht die Ressourcentaten allerdings nicht weniger brauchbar. So. Und jetzt tasten wir eine Orbital auf. Und da haben wir auch schon. Oh, ja, sieht sehr gefüllt aus. Ja. Und jetzt machen wir uns wieder eine Karte. So, jetzt sehen wir nochmal Duna. Aber jetzt sind wir ja über Ike. Und kurven gerade über den Pol rum. Und erstellen uns da jetzt ebenfalls eine Karte. Genau, und das spulen wir jetzt vor. Also bis gleich. So, die Karte ist abgetastet. Und wir haben hier eine Anomalie gefunden. Gleich ziemlich äquatorial, das ist gar nicht so schlecht. Setzen wir uns mal ein Manöver dahin. Ja. Und jetzt sollte es theoretisch in der Map View zu sehen sein. Schauen wir mal. Jawohl. Da wollen wir als nächstes hin. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge besuchen, wenn es wieder heißt Kerbal Space Program. Wir erforschen Easter Eggs. Also bis dahin, macht's gut. Euer Astronier.